Servus Freunde der gebackenen / geföhnten Grafikkarten. Im letzten Video habe ich ein Konvolut von Grafikkarten gekauft, bei dem diese wunderschöne GTX 780 Ti von Asus ebenfalls enthalten war. Die Grafikkarte zeigte Striche auf dem Display und die Treiber ließen sich nicht installieren. Also entschied ich mich, die Karte zu föhnen, da im Backofen Giftstoffe entweichen können. Nach dem Föhnen zeigte die Grafikkarte keine Fehler mehr und schien soweit zu funktionieren, also entschloss ich der Karte eine zweite Chance zu geben und baute sie in mein System. Was die in die Jahre gekommene und geföhnte Grafikkarte noch so packt, schauen wir uns jetzt an. Bei Escape from Tarkov habe ich die Settings auf niedrig und ausgestellt. Nur Textur ist auf hoch, da man auf mittel oder niedrig keinen spürbaren Unterschied hat. Ich habe die Map Woods gewählt, weil es da mit den FPS so ein Durchschnitt ist. Bei zum Beispiel der Map Factory sind die FPS sehr viel höher. Magazine!
Bevor ich die Karte dann endgültig ausgebaut habe, musste sie noch insgesamt für eine Stunde in Fuhrmark an ihre Grenzen gebracht werden. Die Lüfter waren mehr als hörbar, aber die Karte packte alle Tests ohne Problem. Also wie ich finde, hat es sich gelohnt, die Karte zu föhnen. Für jemand, der CSGO, GTA 5 oder sonstiges zocken will, reicht die Karte vollkommen aus. Da unter dem letzten Video kommentiert wurde, ob ich die Karte denn verkaufen würde, was ich nicht möchte, da die Karte mal defekt war, habe ich mir überlegt, die Karte zu verlosen. Falls ihr Bock drauf habt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Ansonsten bleibe ich stolzer Besitzer dieser GTX 87 Ti. Dann danke fürs Zuschauen, lasst mir gerne ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Und wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann gebt mir gerne ein kostenloses Abo. Danke und ciao.